Hallo, Jen, ihr lieben Zuckerschnoten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn heute habe ich mal wieder ein paar Produkte vom Action für euch. Ich war noch vor meinem Urlaub bei Action, also es ist schon eine ganze Weile her und die liegen jetzt auch schon eine ganze Weile hier rum. Aber ich möchte es euch jetzt trotzdem gerne noch zeigen, weil ich die toll finde. Ihr werdet die sicherlich bei anderen YouTuberinnen schon gesehen haben, aber ich möchte es trotzdem euch gerne nochmal zeigen. Und ich habe was gefunden, was die liebe Heidi hat und ich bei ihr bei einem Video drunter geschrieben habe, dass ich die einfach nicht finde bei uns beim Action. Und jetzt habe ich mal in einer anderen Abteilung geguckt, weil Heidi ja sagt, in welcher Abteilung das war. Und tada, ich habe sie gefunden. Ich war total frustriert. Aber weil ich sie dann beim Basteln und so nicht gefunden habe. Aber tada, ich habe sie gefunden. Das sind die Boxen, wo man diese kleinen zuckersüßen Näpschen von Action hineinbekommt, vom Teddy hineinbekommt. Und was habe ich jetzt für einen Grund, zu Teddy zu gehen? Genau, wegen diesen Teilen. Weil ich habe nämlich nicht mehr viele. Sie meinte, da passen fünf rein. Also mir, nee, hier passen vier. Ne, viermal. Ja, vier passen hier rein. Das sind 16. Und wie viel passen hier rein? Auch nicht mehr. Tatsächlich, wir passen auch nicht mehr rein. Also wenn ihr das so nehmt, lasst die umfallen. Passen hier auf 5 rein. Das sind so. Nee, dann ist das der Deckel so hoch. Aber wisst ihr was? Ich habe die auch in Pink. Guckt mal. Die gab es mal im Teddy bei uns, aber die gibt es nicht mehr im Pinks. Schade. Aber guck mal, hier passen 5 rein. Also sind das 15, 15, 20, 25 passen hier rein. Und die meisten Bilder haben ja nicht mehr von den chinesischen Shops, wenn man jetzt normale Bildgrößen nimmt. 30 mal 40 oder so, ne? Ist natürlich dann die Frage, ja, passt es hier rein, ne? Aber das probieren wir aus. Natürlich habe ich nicht nur eine mitgenommen und auch nicht zwei und auch nicht drei, sondern vier. So, jetzt wollt ihr wissen, was die kosten. Schön. Ich weiß, ich habe es gerade nicht hier. Wartet, ich gucke. Ich habe ihn, hab ich gefunden. Bei mir bimmelt's, bin da wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, es war Hermes. Und wenn man da nicht zur Klingel rennt, dann ist weg. Keine Ahnung. Dann ist, naja, wir haben unsere Problemchen damit. Also, diese Boxen kosten 99 Cent. Ich finde die absolut voll genial. Das ist mein Ding. Dann hat sich meine große Tochter was rausgesucht. Das kam 4,29 Euro. Ja, sie stellt jetzt so einiges selber her. Ganz toll macht die das. Ich liebe mein Armband. Ich liebe es einfach. Ich habe noch ganz viele mehr, aber das ist das, was ich immer um habe. Ja, sie hat sich das ausgesucht, dann hatte sie sich noch was anderes ausgesucht. Ein kleineres, das hat sie aber schon in der Mache. Da gibt es ja auch so, ich glaube, in der Kinderabteilung direkt so ein Set fürs Armband machen. Da hatte ich, das kam 99 Cent oder so, würde ich sagen. Das ist schon in der Mache gewesen und dann hatte sie noch was anderes. Ich weiß gar nicht, ob das Buchstaben waren. Jedenfalls ist er da auch schon mit dabei. Und das bekommt sie von mir zum Geburtstag mit, weil die hat eigentlich genug Perlen und. Aber die fand die Farben halt so toll, ne? So herbstlich. Ja. Toll, oder? Ich finde das klasse. Ich finde das richtig schön. Und für den Preis gehe ich bestimmt noch mal gucken. Weil sie wünscht sich ja Perlen. So, das durfte natürlich nicht fehlen. Oh, liebt ihr die auch so, diese Kekse? Das ist immer so gewesen, wenn ich als Kind mit meinem Papa mit einem LKW mitgefahren bin und wir haben an der Tankstelle mit meinem Papa Kaffee geholt, dann gab es immer so einen Keks dazu und ich habe die geliebt. Und bis ich das gecheckt habe, dass das die sind, ja, da war ich dann schon verheiratet. Düdüm. Aber egal. Und die lieben meine Kinder auch. Und die sind immer im Zweierpack hier drin. Und die kann man dann mal fix mit in die
in die Brotdose mit, ich wollte Sparbüchse sagen, mit in die Brotdose reinmachen. Dann habe ich noch was ganz anderes mitgenommen. Und zwar mal Fensterbilder. Einmal mit dem Stitch. Da gibt es noch mehr mit Prinzessin und so, ne? Das ist die Weihnachtsabteilung, wie ihr hier oben seht, ne? Einmal mit dem Stitch. Und dann habe ich noch eins für einen kleinen Jungen, den mein Sohn, den der total vernarrt ist, und der Kleine in mein Sohn, der ist total Spider-Man-Fan. Und wenn wir uns endlich mal wiedersehen, ne, die haben wir bei der Kur kennengelernt, dann wird er das mitbekommen. Dann haben wir das schon mitgenommen. Dann habe ich ein paar tolle Stempel. Achso, die, wartet mal, kurz. Ach nee, die habe ich hier gar nicht drauf. Was das gekostet hat, das ist der andere Zettel, der ist weg. Egal. Die Stempel habe ich aber, und die Stempel waren auch nicht so toll. 1,39 Euro. Die waren schon mal billiger, ja, ich weiß. Aber guck doch mal, sind die nicht süß? Der kleine Pinguin. Also da bin ich schon mal gespannt, wie das rauskommt. Wenn wir mal testen. Oh komm, wir testen mal. Wir testen mal. Erstmal müssen wir es wieder aufkriegen. Off. Ja, aufkriegen. Wenn man denn einen Schneider hätte, der mal wieder total verschwunden ist, dann kriegt man das auch nicht auf. Was ist denn das für ein Mist jetzt hier? Das ist immer das Gleiche, dass ich den Schneider suche. Und irgendwie ist er wieder weg. Egal. Na, wieso ich den wieder habe? Eigentlich hatte ich den noch gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. So, ein Zettelchen. Ein kleines Zettelchen. Bei dem Pinguin bin ich jetzt echt gespannt, ob der gut rauskommt. Was ist denn das? Ich darf mal nicht dolle drücken. Ganz vorsichtig. Das ist ja cool. Ganz, ganz, guck mal, jetzt habe ich hier. Oh nein! Habt ihr nicht gesehen? Nee. Nee, habt ihr nicht gesehen. Also seht, drücken dürft ihr nicht. Ich habe es dann hier ganz zart gemacht. Dann seht ihr das. Da. Also zart drücken. Oh, das hat aber auch noch nicht, muss ich immer sagen. Was nehmen wir noch? Den finde ich auch trollig. Also da muss man wirklich üben. Aber wenn man immer geübt hat, denke ich, wird das gehen. Naja, also, was soll ich sagen? Man muss das testen. Wahrscheinlich sind die jetzt echt. Ich nehme nochmal einen anderen Zettel. Noch sehr nass. Das könnte ich mir vorstellen. Was habt ihr für Erfahrung mit den Stempeln? Oh ja, guckt mal, das ist total süß. Ich mache gleich noch einen anderen. Das ist ja total niedlich. Oh, das war zu zart. Guck mal, den erkennt man gut jetzt, den Schneemann da oben. Das andere sind eigentlich Pinguine. Ah ja, guckt mal, das erkennt man doch. Naja. Irgendwie wird das. Das kriegt man hin. So, natürlich darf ja kein Painting-Zeug fehlen, oder? Ich habe mir kein Washi-Tape gekauft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe selber nicht fassen können, aber mir hat echt das, was ich hatte, hat mir wieder gefallen, und das andere, das hat mir nicht gefallen. Ja, ist passiert. Aber ich habe mir zwei Lämpchen genommen. Gab noch mehr. Ein Weihnachtsmann. Ich habe ja den vom letzten Jahr, den habe ich von meiner lieben Kerstin bekommen. Da leuchtet auch noch ordentlich. Und deswegen dachte ich, nee, den will ich nicht. Und dann gab es noch was anderes, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Meine Groß sagt, oh, guck mal, das sieht komisch aus. Und ich fand aber die zwei ganz toll. Ein Weihnachtsmann wollte ich, ein Weihnachtsbaum wollte ich gerne noch haben. Und hier eben das mit dem Teddy. Das ist ja voll was für meinen Sohn. Aber wisst ihr, wie mich das ärgert, dass ich mein Bastelmesser nicht finde? Das ärgert mich total. Ihr habt wieder eine Anleitung, und das ist immer drin beim Action Toy, das Teddy. Na, hier. Aber die Batterien müsst ihr noch rein. Guckt mal, jetzt ist. Früher waren das andere. Oh, schön. Und das Tolle ist halt, die sind beidseitig bepaintbar. Da machen wir auf jeden Fall wieder eine zusammen. Na, hier kommen dann
Ah ja, ein Schraubendreher ist notwendig, ist auch gut, ne, gerade für die Kinder. Und dann habt ihr hier ganz normale runde Acrylsteine. Tolles Grün hier, ne? Schöne Farben. Da, schöne Farben. Da freue ich mich. Vor allen Dingen finde ich ja diese Lichterkette hier oben total drollig. Schade finde ich, dass man den Teddy nicht noch mit bepainten kann. Warte mal, ich gucke mal, ob das vielleicht noch machen kann. Man kann ja dann wie bei dem Rentier einfach nur die Augen auslassen. Nein, der klebt nicht. Tatsache, ne? Der klebt überhaupt nicht. Nicht mal das Ohr hier. Total toll. Wir gucken kleiner hier mit rein, was das für schöne Farben sind. So wie immer, ne? Anleitung und Toolkit. Das ist der Baum und das ist toll. Genau, und hier habt ihr wieder das Teil. Oh, schaut mal, hier sind Sterne dabei. Schön, schön. Die haben eine tolle Farbe. Und diesmal sind alles Straß. Ach, du grüne Neune. Was denn das? Guck mal, wie klein. Ja, will er nicht. Ja, will nicht. Naja, so erkennen das ein bisschen, oder? Die sind übelst klein. Also, ich will ja nichts sagen, aber die sind wieder größer. Ach, Tatsache, schaut mal, das ist echt größer. Das sind mini, 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 mini klein. Den machen wir zusammen. Das müssen wir austesten. Oder zumindest ein Stück zusammen. Ach, so ein Quatsch. Naja, da bin ich ja gespannt. Das ist mal ein neues Erlebnis. Wir painten mit noch kleineren Steinen. Hilfe. Das hatte ich auch noch nicht. Ich muss das bloß mal hier reinmachen, dass ich nicht durcheinander komme. Wenigstens eins eingepackt. Ich habe mich jetzt über die. Achso, die Lampenkosten. Achso, die. Nix. Nee, 2,69 €. So, das lasse ich jetzt hier liegen. Das mache ich dann. Ach nein, wisst ihr, ich muss das einpacken. Ich muss es auch wegmachen. Ich habe doch noch zwei Bilder. Die hätte ich fast vergessen. Ich habe doch noch zwei Bilder. Ich kann schnell alles einpacken. Die Bilder waren 4,99 €. Das kann ich gleich sagen. Aber das wisst ihr bestimmt. Kennt ihr ja. Ne? So. Zwei habe ich. Muss mal gucken, wo ich es hinlegen kann, damit das andere nicht sieht. Fangen wir mit dem einen Bild an. Tada, das Unterwasserbild. Ich habe es schon gesehen. Gepaintet bei Facebook. Und war begeistert, wie es doch rauskommt. Und ich bin nur neugierig, was wir denn hier so für Farben haben. Also nicht, die Farben sieht man ja, aber die Steine. Ich mache es mit euch auf. Wir gucken rein gemeinsam. Wir haben es nochmal eingepackt, kennt ihr ja. Und bei Action sind die Bilder, oder anders, bei Action haben die Bilder die Größe, die dasteht. Wir haben hier 1,60 x 40. Und hier haben wir mit With-Shaped Rhinestones. Rhinestones? Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja. Aber ich sehe schon, wir haben, das sind Sondersteine. Das wird hier. Wartet mal, ich hole euch mal hoch. Was da gefallen, seht das andere Bild. Na, das muss ich mal hochschieben hier. Das ist noch nichts für heute. Fatal. Wartet mal. Das ist echt komisch. Wartet mal. Das ist ja gegossener Kleber, ne? Das darf man doch hier. Wenn man ein 40x60 Bild von Action auspackt oder von anderen Firmen, die da die Leinwandgröße, der Bildgröße, die Größe, die angegebene Größe, die Bildgröße ist, dann ist das echt ein krasser Unterschied, finde ich, zu dem, obwohl es ja gar nicht so viel Unterschied ist, aber zu den, wo eben die angegebene Größe die Leinwandgröße ist, ne? Ist schon enorm. Also ihr seht, das ist ein schönes Unterwasserbild. Natürlich sind die Fische nicht mit Gesicht. Das geht auch gar nicht.
So, ihr habt da wieder ein ganz normales Trüffel. Oh, mit weißem Wachs. Genial. Hat es überhaupt schon mal? Ich kann so nicht sagen. Ich mache erstmal schnell die Steine auf. Tada! Das ist die 33, ne? Die Blubberblasen. Das sind die tollen Blubberblasen. Hier seht ihr sie. Jetzt bin ich mal neugierig. Okay. Oh. 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 Entschuldigt. Guckt euch doch mal die Farben an. Was für eine Farbenpracht. Hier hinten. Wir sind ganz duster. Wir sind ganz dunkel. Und dann kommen wir hier weiter vor und werden ganz, ganz farbenfroh. In Regenbogenfarben. Ist das nicht ein tolles Bild? Oh, je, je, je. Und jetzt sage ich euch, wenn das ganz noch kleiner wäre, würde ich es direkt anfangen. Aber das ist das auch schon ein großes. Ja, 40 mal 60 ist für mich ein großes Bild. Muss ich euch einfach sagen. Das muss ich euch einfach sagen. Selbst 30 mal 40 mit eckigen Steinen ist ein großes Bild. Nein, kein großes Bild, aber ein langwieriges Bild. Aber es sind ja trotzdem tolle Bilder immer. Ne? Oh, guckt euch das an. Ich bin total verliebt. Wir haben hier eckige runde Acrylsteine. Ne? Wenn es eckige Steine sind, steht es auf der Verpackung auch drauf. Zumindest ist das meine Erfahrung. So. Das bleibt bei mir im Karton. Hau mich aber dann ein. Der Stift haut ab hier. Das weiß ich nicht. So, jetzt packen wir noch. Achso, wir haben ja natürlich auch eine Legende. Und eine Anleitung. Hier ist Deutsch, wie man das macht, ne? Achso, zählen könnten wir mal noch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 33 Farben. Hallo, Fokus. Machen wir es mal so. Und hier habt ihr das Bild. Sieht doch eigentlich schön aus, oder? Also ich finde das toll. Das ist ein cooles, eigentlich ein cooles Sommerbild, aber das ist bei mir egal. Also ich möchte schon auch immer in der Saison ein Bild auf jeden Fall wenigstens eins painten. Na, dass ich was Gnomiges zu meiner Wohnungstür habe. Wenn ich mir überlege, dass ich jedes Jahr ein Gnomiges, ne, dann habe ich so viele, müsste ich hier so viele Bilder aufhängen. Aber ansonsten painte ich bestimmt egal was. Tada! Und ich finde das so schön. So, da ich aber null Plan habe, was das für ein Piepmatz ist. Wer weiß das? Also ich liebe ja Kolibris. Die sind so, so schön und bunt. Die liebe ich ja. Und das hat mir gefallen. Erstmal schon von der Farbgebung her. Und weil der so niedlich guckt. Guck doch mal, der guckt so süß. Hier steht mit Neon Rhinestones. Bin gespannt, ob das jetzt Neon ist. Ob das AB ist. Ob das Leucht ist. Wir lassen es überraschen. Hier, mal gucken, ob ich das... Ja, seht ihr das? Ist das cool, oder? Also auch 40 mal 60, ich habe das gesehen. Ach, übrigens ist das nicht nur hier auf dem Schwarz. Das ist das Ganze. Seht ihr das? Das ist absolut genial. Sogar auf der Rückseite habt ihr das. Also auch hier, ne? Oh, cool, oder? Das scheint weniger Farben zu haben. Und ist hochkant. Das passt nicht auf meinen Tisch. Aber eigentlich schon. Guck mal, das hier oben anlege. Ja, nicht ganz auf meinen Tisch. Ein bisschen links runter. Ich zeige es euch trotzdem mal von oben. Also wir haben natürlich viel, viel weiß, hellblau. Also wir haben hier, also der Druck ist übrigens auch immer total toll und erkennbar. Wir haben hier drei verschiedene Farben drin. Also das T, an die vier sogar, K haben wir auch noch. Das K, das T und das U sieht mir sehr nach blau aus. Guckt euch doch mal den Druck an, oder? Absolut genial. Ich habe wieder runde Steine. Und jetzt bin ich aber gespannt, was die 8 ist. Ob das das ganz zarte hellblau ist, was ich so liebe.
oder ob es weiß ist. Weil hier sieht es eigentlich aus wie hellblau. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Oh, die Farbgebung hier. Liegt das jetzt schon. So, wir haben 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Farben. Also 10 Farben weniger sogar. Hätte ich gar nicht gedacht. Und Diamantstein. Mal schauen, was es ist, ne? Bin gespannt. Ein Toolkit wieder mit weißem Wachs. Ist ja wieder mal cool. Also ich vermute ja, ja, das könnte sein. Ach nee, doch, nee, wie nur. Doch, das ist das hellblau. Was ist denn hier? Guck, die 8 ist das ganz helle Blau hier. Boah, fantastisch. Oh, die Rosatöne. Ich tippe auf AB, weil das hat er gefunkelt gerade. Guckt euch das an. Da haben wir einen ersten AB. Also es sind keine Neonsteine, es sind AB-Steine. Entschuldigt. Toll. Tolli, toll, toll. Oh, ich bin verliebt in meine Steine. Also wir haben schon ein bisschen weiß, aber das ist das V bestimmt. Jo. Aber ansonsten, hier guckt euch das an. Oh, herrlich. Hier haben wir noch ein AB, ein Beigen. Oh, toll. Absolut genial. Und hier haben wir noch einen in Orange. 3 AB-Farben. Genial. Und hier haben wir dieses helle, dieses ganz zarte Rosé. Oh, wunderschön. Was ist denn das? Das ist C, oder? Hm. Und das ist die 8. Ich freue mich. Also, das ist kein Weiß. Oh, genial. Oh, entschuldigt, ich bin total... Ja, schön. Was ist jetzt nicht? Ich will das beenden. Das kann ich doch nicht ewig liegen lassen, aber das ist so groß, ne? Aber das lässt sich hier wieder total. Ja, hier lässt sich das wieder total cool painten, ne? Erst schön die ganzen Blautöne. Und dann würde ich Stück für Stück die Blumen machen. Das hier passt ja zu dem und zu dem und zu dem. Und zu dem, da würde ich das machen. Und dann würde ich das Rosa weiter auffüllen. Das andere hier, ne? Dann würde ich das Orange nehmen. Dann würde ich den Ast nehmen. Und dann das Vögelchen. Und hier den Ast. Und genial. Das ist so ein Bild, das kann ich mir so absolut total cool vorstellen. Wie das dann Stück für Stück, nicht Feld für Feld, sondern Motiv für Motiv entsteht. Wunderschön. Herrlich. Also ich kann euch die Actionbilder nur empfehlen, 4,99 €. Die haben auch andere Sachen noch zum Painten gehabt. Ich glaube, die haben jetzt sogar Leinwände. Lange Leinwände. Aber die, ja genau, die hatten eins da und das hat mir überhaupt nicht gefallen, das Motiv. Nee. Also da muss ich sagen, da bin ich dann auch rigoros und sage, nö. Obwohl es mich in den Fingern gejuckt hat, logisch. Aber schon alleine, um euch das zu zeigen noch, ja. Aber dann dachte ich mir, nee. Irgendwann gibt es das vielleicht nochmal mit einem anderen Motiv und dann hätte ich euch das, würde ich das dann holen. Aber ansonsten, nö, das muss ich nicht haben. Also, wir haben wieder 2 tolle Bilder ergattert, meine Tochter und ich, ja, meine Große war mit. Hier mit Strassstein, große Sonderstein und hier mit AB-Stein. Also Neons sind AB-Steine. Ich freue mich riesig drüber. Und, ja, ich muss unbedingt mal wieder ein... Ich habe ja ein Actionbild bisher gepainted. Und soll ich mal erzählen, wie viele ich hier liegen habe? Oh, das wollt ihr gar nicht wissen. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, also 23, oder? Habe ich noch einen? Ach, ich hatte hier noch einen. Das zeige ich euch gleich noch mit. Guckt mal hier mit den Vögeln. Das habe ich irgendwann mal ergattert. Ah ja, das zeige ich euch jetzt gleich mit. Da warte ich nicht mehr. Das habe ich schon lange. Und es gab aber nur das. Und da bin ich nur rein, abgeguckt, mitgenommen und dachte mir, ja, wegen dem Innenbild mache ich jetzt hier kein Video. Aber hier gucken wir kleiner mit rein, oder? Wir haben hier auch Neon Rhinestones. Also müssten es AB-Steine sein. Ja, hier sieht man es. Ha, wie cool ist das denn? Kann ich euch das auch noch zeigen? Also, wie viele Bilder habe ich jetzt? Jetzt habe ich das wieder vergessen. Oh, wartet. Ja, obwohl ich es ja eh von der Farbe her sehe. Wir haben hier wieder ein Hochkantbild. Verkehrt rum. Oh, das hat auch viele Farben.
Ich hatte schon mal so eine Vögel. Da wusste ich nicht. Sind das die Tukan? Heißen die Tukan? Na, Papageien sind es nicht. Die haben ja so einen dicken, fetten Schnabel. Ich würde sagen, das sind die Tukans, oder? Korrigiert mich gerne. So, wir haben 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 Farben. Oh, guckt mal. Wir gucken. Hier. Oh, hier war auch so ein Wachs drin. Seht ihr? Wüsste das schon lange, dass da helles Wachs drin ist, wenn ich mal ausgepackt hätte. Runde Steine. Sehr grau und braunlastig. Also hier bin ich echt gespannt, wie das rauskommt. Na, das Bild. Na ja, gut, hier sieht es gar nicht so schlecht aus, weil ich finde, das hier sieht komisch aus. So. So. Grau. Grau und braun und so. Ja, hier sind die Farben. Naja, nachdem ich so schöne bunte ausgepackt habe, ist das jetzt gar nicht so schön. Aber hier, guck mal, das ist das Z. Schön. Bisschen gelb-grün. Ja, seht ihr hier, ne? Ordentliche dunkle Farben. Ist eigentlich gar nicht so meins. Viel schwarz. Aber hier haben wir noch einen zweiten AB in dunkelblau. Hier grau und beige. Jetzt haben wir noch ins grüne. Also es sind drei. Hier haben wir noch einen. Hat sich einer verfolgt. Also wir haben hier drei AB-Steine. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch im Sortiment ist. Das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Aber von dem Bild bin ich jetzt nach dem. Also, ich finde das schön. Deswegen habe ich es ja mitgenommen. Aber nachdem ich meine zwei farbenfrohen Bilder ausgepackt habe. Ja, also, ne? Da bin ich jetzt etwas deprimiert, wenn ich die Farben sehe. Also, ich muss jetzt nochmal zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Actionbilder. Also 25, eins habe ich ja schon gemacht. Das war der Eiffelturm. aber da war ich ja nicht so überzeugt von. Das war irgendwie nicht so meins. Da waren die Steine nicht so toll, fand ich. Aber das ist unterschiedlich, das muss ich euch dazu sagen. Ne? Ich habe jetzt auch... in Diamond Art Club Bild gepaintet gehabt, das eine andere liebe Painterin nicht so toll fand. Diamond Art Club, ne? Bei ihr sind die Steine geschwommen, also bei mir nicht. Na, das ist echt komisch. Ja. Aber so ist das. Und ich hatte halt das beim Action, das war nicht so toll. Es sieht schön aus, gepaintet, muss ich sagen. Ich habe auch das Review gemacht, ich kann es euch gerne verlinken. Aber irgendwie, ja. War nicht so mein Ding. Aber egal. So, jetzt bin ich ja wirklich fertig. So. So. Ach, schön. Ich freue mich. Und ich freue mich, dass ich die Boxen gefunden habe für die kleinen Becherchen. Da kann ich wieder zu Teddy gehen. Ich habe ja hier eigentlich noch zwei. Aber das reicht ja nicht. Na, hier so. Ruhe. Aber nur zwei. Das reicht nicht. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, bei Mellies Painting-Ecke kommt ein neues Video. Bis bald, ihr Lieben. Habt einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Painten und euren anderen Hobbys. Und denkt dran, denkt an euch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald.